Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dragon Age. Ja, so, ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Und zwar, da die Ausrüstung meiner Begleiter bezüglich von mir auch selbst ein bisschen... In der Tat. Ja. ...popelig ist, brauchen wir halt bessere. Sonst werde ich das mit dem Bekuri-Wald nicht schaffen. Das ist halt ein bisschen schade. Weil wenn da schon die Wiedergänger uns so arge Probleme machen, ist es halt doof. So, deswegen gehen wir jetzt halt mal weiter den Premium-Abschnitt durch. Vielleicht reicht ja schon einer. So als Sidequest, so nach dem Motto. So, dann betrachten wir mal die unbewaffneten Mann genauer. Zu deiner Überraschung erkennst du die Uniform des Königs Kalens, Ehrengarde. Und eine Erinnerung steigt in dir auf. Du hast ihn in Ostagar an der Seite dieses Mannes gekämpft. Okay. Die Wachen genauer betrachten. Die Wachen tragen die Uniform Ben Logates. Eines niederen Lords, der für seine schwankende Loyalität bekannt ist und dafür verachtet wird. Greifen wir ein oder warten, bis die Wachen verschwinden? Wir greifen ein. Die Wachen tragen... So schnell konnte ich nicht lesen. Den Gegner! Ah! Sehr schön! So, hier nochmal eine andere Bombe. Nichts ready. Das hier geht nicht! So. Und jetzt der letzte. Da unten waren alle tot, ja. Sehr schön. Na komm. So. Die waren relativ einfach im Gegensatz zu denen. Wiedergänger. So, erstmal plündern und jetzt nach dem Verletzten gucken. Aus der Nähe betrachtet ist das Gesicht des Mannes unverkennbar und du erinnerst dich an ihn. Sein Name ist Elric Marigny. Er gehörte zu Kalens Ehrengarde in Ostagar und war... Vielen Dank, ich hatte gehofft, meine Flucht würde länger unbemerkt bleiben. Ich wollte mich in den Wäldern verstecken, aber die Zeit war zu knapp. Und nun bin ich ein toter Mann. Schönen Dank, ich wollte das vorlesen. Hättest du nicht noch ein bisschen liegen bleiben können, Kollege? So, ich wollte euch helfen. Ihr wart auch in Ostagar. Ihr wisst, was geschehen ist. Für mich konnte es nur so enden. Außer ich wäre in den Mägen der dunklen Brut gelandet oder als Deserteur gehängt worden. Ihr seid desertiert? Ich schätze, die meisten Leute denken das Gleiche über euch und mich. Wenn nicht noch Schlimmeres. Als Logan uns verriet, bin ich aus der Schlacht geflohen. Ich habe meine Männer im Stich gelassen. Und sie fanden den Tod, genau wie Kalen. Er war mein König und mein Freund. Beim Erbauer. Ich saß so lange in Ben Lawrence Kerker und konnte einfach nicht aufhören, darüber nachzudenken, wie viel Leid diese eine dunkle Nacht in Ostagar über sie gebracht hat. Ihr Tod war nicht eure Schuld. Ich weiß. Selbst wenn Logans Männer uns nicht im Stich gelassen hätten, war die dunkle Brut zu zahlreich. Sogar Kalen wusste trotz seiner großen Worte,
dass wir in Ostergar keinen Sieg erringen würden. Der König hat mir den Schlüssel zur königlichen Waffentruhe anvertraut. Er sagte, er müsse unbedingt den Wächtern übergeben werden, sollte ihm etwas zustoßen. Ist diese Truhe wichtig? Die königliche Waffentruhe. Kaelin hat darin das Schwert seines Vaters aufbewahrt. Er sagte immer, er würde damit den Erzdämon erschlagen. Es gibt in der Truhe außerdem ein Geheimfach, in dem er Dokumente über seine Vereinbarungen mit Kaiserin Celine und den Orlesianern aufbewahrt hat. Habt ihr diesen Schlüssel noch? Der Erbauer hat wirklich Sinn für Humor, nicht wahr? Aber ich vermute, es ist so das Beste. Hätte ich ihn behalten, wäre er nun in Ben Lawrence Händen. Warum überrascht mich das nicht? Sollen wir vielleicht sonst noch jemanden von der Schwelle des Todes zurückholen? Ich hatte Angst. Ich dachte, ich würde ihn auf dem Schlachtfeld verlieren und habe ihn deshalb im Lager versteckt. Bitte, er könnte noch dort sein. Denkt ihr nicht, dass die dunkle Brut ihn bereits gefunden hat? Ich hoffe nicht. Und selbst wenn, wüssten diese Kreaturen überhaupt, wie man ein Schloss öffnet? Der Schlüssel ist hinter einem lockeren Stein im Sockel einer Statue. Ich zeichne euch eine Karte, damit ihr wisst, wo ihr suchen müsst. Ihr nehmt mich doch mit, oder? Haltet mich ruhig für sentimental, aber ich habe dort einige der dunklen Brut zurückgelassen, denen ich gerne noch mein Schwert durch die Brust rammen würde. Es ist von größter Wichtigkeit, dass die Dokumente des Königs nicht in falsche Hände geraten. Ebenso wie Mareks Schwert. Es ist zu mächtig, um von diesen Monstern besudelt zu werden. Und das gilt auch für die anderen Waffen und die Rüstung des Königs. Und falls ihr Kaelins Leichnam findet, bringt ihn fort. Er war unser König. Er sollte nicht im Dreck der dunklen Brut verrotten. Ja, der arme König. Gott, das war's jetzt hier soweit. Jetzt geht's zurück nach Ostergar. Da, wo die dunkle Brut schon sich ausgebreitet hat. Aber zwischendrin haben wir nochmal ein kleines Ereignis. Können wir diese Krieg... Oh. Bloß zusammenbleiben. Ich sehe schon zwei Fallen. Gut. Anstecken. Nicht einfach vertreiben. Alistair. Bleib stehen. Okay. Sehr schön. Das hat zwar Alistair ordentlich abgezogen, aber das geht nicht. So, und jetzt alle stehen bleiben. Frei bewegen. So. Ich muss erstmal die ganzen Fallen jetzt hier entschärfen. Zum Glück ist keiner reingelaufen. So. Hier hinten sind auch nochmal drei Stück. Deswegen ist es immer gut, einen Schurken beizuhaben. Sehr schön. So. Wird erledigt. Na, jetzt plündern wir hier nochmal alles durch. Wie ihr meint. So. Hier noch. Und hier noch. Haben wir alles? Dann ist noch Todeswurzel, das nehme ich auch noch mal mit. Eine Falle, direkt vor uns. Was? Oh, hast du ein Schwein. Dass ich da nicht reingelaufen bin.
Hey, das hat sogar eine Lampe gegeben. Hier hinten ist auch noch eine. Hey, der nächste hat Level Up. Schild. Lesen wir mal kurz das Schild. Warnung, diese Gegend wird von Wölfen heimgesucht. Ja, deswegen liegen hier auch 1 Million Fallen. Oh, wei. So, jetzt dürfen sich alle wieder frei bewegen. Und wir machen mal den Stufenaufstieg. Ich würde ja hier gern was skillen, geht aber leider nicht. So, ich weiß, dass ich definitiv mehr Magie brauche. Ah, sehr schön. Jetzt können wir auch schon Manipulation auf Maximum bringen. Jetzt ist auch sehr schön. Ah, 33. Mir fehlt noch ein bisschen Magie. Dann kann ich das lernen. Kältekegel oder gehen wir jetzt schon auf Blitz? Aber ich denke mal eher, der Stabfokus wäre wichtiger. Weil am Ende, nächstes Level, erhält einen permanenten Bonus auf Zauberkraft. Das ist eigentlich relativ gut. Und hier kriege ich einen permanenten Bonus auf Schaden. Ich nehme mal den Stabfokus. Auch wenn ich nachher den Stab nicht mehr so viel benutzen werde. So. Unser werter Krieger Shale. What? Du hast, kannst auch Spezialisierung lernen. Das ist ja nice. Plünderer, Berserker, Champion, Templar. Cool. So. Du kriegst einen auf Stärke. Weiß ich nicht, ob ich den Rest jetzt auch noch wirklich brauche. Machen wir nochmal einen auf Konzi und noch einen auf Stärke. Stabile bündelt alle verbleibende Energie in einen einzigen vernichtenden Schlag. Wäre eigentlich nicht so schlecht, aber hier brauche ich demnächst auch Todesstoß. Die 25 Stärke habe ich ja schon. Das hier ist nahe auch relativ nice. Bezüglich die Fernkampfattacken sind auch sehr stark. Machen wir erstmal finaler Schlag. Was möchte es? Was es möchte, weiß ich noch nicht, was ich möchte. So. Gut. 2 Level, wunderbar. Für ein kleines Ereignis. Dann laufen wir jetzt weiter. Wir lassen uns nicht aufhalten. Ab nach Ostagar. Wo alles begann. Okay, da haben wir einen Horlock, Genlock und noch einen Horlock. Der zieht einen Fernkampfbogen. Was zieht der? Der zieht, glaube ich, eine Nahkampfwaffe. Okay, dann lass sie kommen. Bis auf, dass du den da mal festsetzt. Festhaltender Schuss. Alistair, geh den mal ein bisschen behaken. Und Shale, du gehst mal auf den da. Los. Probier mal den finalen Schlag aus. So. Und ich wird auf den da. Na komm, ich mach den für Alistair mit platt. Bereit. Ist das alles? Hä? Wow, Shale, du haust ja richtig rein. Gut, den greifst du weiter an. Ach, du hast schon einen unfairen Kampf gemacht. Gut, dann machen wir hier. Ja, hallo! Versuch einfach nicht, alles unfähig zu werden. Das ist ein bisschen peinlich. Eines muss man der dunklen Brut ja lassen. Sie wissen, wie man einem Ort ein trostloses, unheilvolles Gefühl verleiht. Wie ihr meint. So, dann werden wir uns hier auch natürlich wieder ein bisschen umgucken. Ach, wir sind hier hinten beim Kriegsrat. Und da hinten sind auch nochmal
ein paar kleine Tierchen. Ja. So, Holzkiste, Eispfeil. Oh, okay. Gar nicht mal so schlecht. Gucken wir uns hier mal lieber so ein bisschen vorsichtig um. Säcke. Also hier können wir nicht durch. Schade. Schmiede der dunklen Brut. Quartiermeister. Okay. Rabe? Okay, ich kann aber nichts mit ihm machen. Mäh. Kräh. Boah, die sind alle total vereist. Okay, die kommen nur von vorne. Solange wir hier hinterbleiben, müssen sie zu uns kommen. Ah, finaler Schlag hat noch CD. Dann schmetterer mal. Ja. Hat auch gesessen. Ah, Geistschlag jetzt schon. Hörst du mal auf? Selbstverständlich. Okay. Wird erledigt. Vielen Dank, auch noch Widerstand. Du bist der Lustige. Oh, da hinten castet einer was. Das kriegen wir wohl nicht unterbunden, oder? Alistair, nochmal einen Wundumschlag. Und Shale, renn mal direkt hin da. Wir wollen hier nicht mehr was. Spät hat er schon. Nimm das! Okay. Und probieren wir es nochmal mit wandelnder Bombe auf den da. Sehr schön. Wow. Alistair ist sogar gestorben. So ein Scheiß. Shale, jetzt bitte nicht auch noch sterben. Das wäre jetzt nicht so toll. Wie ihr meint. Jetzt ist ein Ende gekommen! Hingestellt. Ah, Shale. Wird er nicht. Eieiei. Warum hieltst du dich nicht? Jetzt kriegst du noch den Deckel. Ich hab jetzt gerade alles getrunken, aber nichts passiert. Was ist denn jetzt los? Shale ist jetzt auch tot. Und wieder ein Feind am Boden. Oh, wei. Es wird unbedingt Zeit, dass wir die Ausrüstung verbessern. Das ist jetzt die Frage, warum hat Shale... Irgendwo ist noch ein Gegner? Nee. Doch, da unten. Wir aber sind du noch hast immer hier verdammt. Die ganzen Tränke getrunken. Warum immer bist du... dieser Befehlston. So. So, gucken, was hat er denn hier? Kalens Beinschienen. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen oder weinen soll, aber das hier hat eindeutig Kalen gehört. Daran besteht kein Zweifel. 36 Stärke? Bei wie viel Stärke bist denn du? 28. Oha. Gut, hier haben wir noch eine Holzkiste.
Wird erledigt. Froststein. Muss vorsichtig sein. Da hinten. Oh je je. Sind ja relativ viele sogar. Vorsichtig. Wisst ihr was? Machen wir mal anders. Wir machen mal hier ein Folgenende. Weil sonst wird die Folge wieder zu lang. Und die dunkle Brut bekämpfen wir dann in der nächsten Folge. Also, bis dann.